Mit einer Verspätung von rund 24 Stunden erreichte der erste Lastwagen um kurz vor 10 Uhr das Zwischenlager in Gorleben. Tausende Polizisten hatten die letzte Wegstrecke begleitet, um weitere Blockaden auf der Straße zu verhindern. Zuvor musste die Polizei auf der Zufahrtsstraße zum Zwischenlager eine Blockade mit einigen tausend Atomkraftgegnern räumen. Sie hatten insgesamt 44 Stunden hier ausgeharrt. Hand in Hand, einig ist der Widerstand. Unsere Blockade, die ja schon seit gestern früh besteht, war ein großer Erfolg. Wir haben es geschafft, hier mit vielen tausend Menschen auf der Straße zu blockieren und uns freiwillig hier nicht fortzubewegen. Damit haben wir der Bundesregierung deutlich gemacht, dass sie diesen politischen Konflikt nicht lösen kann. Die vielen Demonstranten wegtragen. Für die Polizisten ist es eine große körperliche und psychische Belastung. Der Transport ab dem Verladebahnhof Dannenberg konnte nicht fortgesetzt werden, weil Atomkraftgegner immer wieder Blockaden auf den Zufahrtsstraßen errichteten. Zwei Greenpeace-Aktivisten ketteten sich mit Armen und Beinen in einem Betonklotz unter einem Lastwagen an. Zwei dieser Aktivisten sind so fixiert, dass sie eben am Boden auch festgemacht sind und gleichzeitig mit dem LKW verbunden sind. Und darum kann dieser LKW hier nicht abtransportiert werden, ohne diese Aktivisten zu gefährden. Die Spezialisten der Polizei müssen sehr vorsichtig vorgehen, um die einbetonierten Aktivisten bei der Befreiung nicht zu verletzen. Wir müssen die Lage erstmal dementsprechend abschätzen. Wir haben Techniker vor Ort, die für solche Situationen auch ausgebildet sind. Erst nach 12 Stunden ist die Aktion beendet. Aus dem ganzen Bundesgebiet reisten Atomkraftgegner ins Wendland, trafen sich hier in zahlreichen Camps. Bei ihnen herrschte an diesem Morgen ein Gefühl zwischen Katerstimmung und Zufriedenheit. Der Tag war jetzt, habe ich als nicht so erfolgreich für mich empfunden, weil wir eigentlich ziemlich viel nur gelaufen sind und nicht wirklich an Blockaden teilgenommen haben. So lange hat er noch nie gebraucht und das ist ein riesiger Erfolg. Und die Stimmung war gut. Die Polizei zieht eine positive Bilanz des Castor-Wochenendes. Das hat lange gedauert, aber insgesamt sind wir zufrieden mit dem Verlauf des Castors. Wir haben größtenteils friedlichen Protest gesehen, mit einzelnen kleinen Ausnahmen. Insgesamt 91 Stunden hat die Reise der Atommüllbehälter bis nach Gorleben gedauert. Der bislang längste Castor-Transport ist damit beendet.